Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja. Na, lecker. Sag einmal, schämst du dich gar nicht? Ja, wieso denn ich? Mein Würstchen, lass mir mal ein Würstchen los. Also ja, das kannst du vielleicht am Balkon draußen. Ja, warum denn? Bist du verrückt geworden auf einmal? Du schämst dich überhaupt nicht. Nee, ich schäme mich nicht. Wofür denn? Das Wort Fleischscham ist ein Fremdwort für dich. Allerdings ja, Fleischscham, was ist denn das? Das kommt jeden Tag im Fernsehen. Ja, okay. Jeden Tag und du schaust nicht mehr ARD oder so. Nee, sowieso nicht. Aber Tagesschau, Tagesthemen. Nein, mach jeden ich natürlich nicht, Roland. Jeden Tag kommt da Fleischscham. Das heißt, dich schämen, weil mit dieser Wurst isst du ein Stück Klima. Ach Weltklima. Du lieber Gott, ich liebe diese Würstchen, Roland. Bist du verrückt? Ich habe gerade Fleischscham, der irgend so was Schmutziges. Aber das bezieht sich aufs Fleisch. Ja, das bezieht sich auf Fleisch, das wäre bloß auf damit, ja? Ah, ja. Ja, so toll. Du warst im Urlaub, dass du das nicht gesehen hast. Ich war natürlich im Urlaub, ja. Ja, schön. Auf Mallorca. Mallorca. Und bist du geflogen? Ja? Natürlich, das ist doch super. Von hier 2 Stunden bis du da. Das ist total toll. Toll. Mit der ganzen Familie. Entschuldige, Flugscham. Fleischscham. Flugscham. Fleischscham, Flugscham. Und du schämst dich auch nicht fürs Fliegen? Nein, das macht den Himmel kaputt. Hast du schon die Kratzer gesehen? Ja, aber ich schäme mich doch nicht. Ich fliege ja mit dem Flugzeug. Bist du verrückt geworden? Also hast du noch alle? Ja, bleib daheim. Ja. Und dort auf Mallorca? Ja, auf Mallorca, schön, mit den 2 Mietwagen. Ja? Ich habe da mal 2 Mietwagen, weil das so toll organisiert ist. Fahrscham. Immer hoch auf den Turm. Fahrscham. Fahrscham, was ist denn das? Man fährt Fahrrad oder schämt sich, wenn man Auto fährt. Ach du lieber Gott. Alles Tagesthemen. Ja, alles jeden Tag. Also Fleischscham, Flugscham, Fahrscham, also da muss ich mir für alles schämen, was ich irgendwie mache. Ja? Allerdings. Mit meinen Kindern da schön Urlaub mache. Also du hast sie wohl nicht mehr Kindscham. Alle. Wie Kindscham. Jedes Kind frisst Klima. Was? Jedes Kind ist schlecht für meine Klima. Meine süßen Kinder, soll ich mich derer schämen jetzt oder was? Ja. Ach, also Roland, das ist so, wer erzählt denn sowas? Also wer bringt denn sowas auf? Ja, da komme ich. Also Scham ist ja völlig fremd, oder wer? Naja, ich habe früher gehört, ja, ich habe mich gelernt in der Kirche, in der Schule, schämen tut man sich für Unrum-Sachen so. Für Unrum. Ja, aber doch nicht für Wörtchen. Kindscham, gut. Ja. Aber jetzt sagen wir mal, aber so geht es nicht weiter mit dir. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie gehe ich denn damit um? Weil wenn ich jetzt mich nicht schäme, oder soll ich mich schämen? Wer überprüft denn das, dass ich mich oft genug schäme? Also früher hätte man dafür gebeichtet. Und ich finde, das ist kein schlechtes Rezept für heute. Aber bei wem? Beim Bezirksblockwart der Grünen. Da gehst du hin und sagst, Herr, ich habe gesündigt, ich habe Wurst gegessen, Fleisch, Schnitzel, Kotelett. Wie oft? Einmal die Woche? Ja, ja. Ah, okay, ich habe gesündigt, einmal, zweimal, in Gedanken, in Worten, beim Essen. Ja, und was passiert mir dann, wenn die Beichte vorbei ist? Was muss ich dann machen? Also früher in der Kirche musste ich ja immer so beten. Ja, ich meine, vielleicht so ein Habeck-Unser wäre schon fällig. Dann ein Habeck-Unser, ja gut, da kenne ich wenigstens den Text. Habeck Unser, der du bist im Bundeskanzleramt, so geht es wahrscheinlich. Ja, so. Im Himmel ist er ja noch nicht. Ja, das kriege ich hin. Also ja. 10-mal Habeck Unser. 10-mal Habeck Unser, dann ein Greta Maria, Greta Ave Greta. Ave Greta, Ave Greta. Das muss man öfters beten. Das muss man öfters beten. Ja, ja. Ave Greta, voll der Gnade. Ja, voll der CO2, ja, also ja, okay, weg. Ja. Oder Annalena fliegt für uns. Ah ja, da sprichst du was Schönes an. Die Annalena fliegt für uns? Die finde ich süß. Das ist ja auch so eine Art Engel, die fliegt überall hin. Ja, also ja, eine Umweltengel, die fliegt überall hin. Schön. Ja, die muss ja auch überall hinfliegen. Die muss ja überall aufs Klima aufpassen, damit es nicht so aus der Kontrolle gerät. Ach, das Klima. Die schämt sich dann da so arg, oder? Ja. Nee, die schämen sich nicht. Hat die denn keine Konferenzscham? Also wenn die so überall hinfliegt, auf jede Konferenz, nach Rio, nach Tokio, wo sie überall sind, da müsste ich doch Konferenzscham haben. Das geht ja nicht, sie macht es ja für die Umwelt. Sie macht ja die Umwelt für die Umwelt kaputt. Ja. Du machst die Umwelt ja nur für deine Lust oder für deine Wirtschaft kaputt. Ja, aber haben die denn jetzt eine Zinsscham? Zinsscham wäre doch auch so was. Zinsscham? Ja, die Zinsen alle am Arsch, meine Altersversorgung ist weg und so weiter. Da schämen die sich dann, haben die dann eine Zinsscham, wenn die morgens... Ja, das wird ja jetzt alles verboten werden, aber ich meine, du könntest ja auch von der Steuerscham reden, aber wir brauchen doch Steuern und Verbote. Ach, wir müssen uns doch das alles vorschreiben, damit wir... Also Roland, Steuerscham. Das macht mich aber unglücklich. Guck mal, ich habe so gern Würstchen gegessen. Jetzt esse ich die und schäme mich. Ja, wie soll ich denn damit klarkommen? Wie kommst du denn damit klar? Du hast ja auch da die Dinger vor dir liegen. Ha, ich weiß jetzt auch, was wir machen. Aber weißt du, entweder wir essen es am Balkon draußen. Weißt du, so wie die... Ja, oder im Keller heimlich. Oder im Keller heimlich. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns für alles schämen, ja, dann haben wir eigentlich eine Schamlust. Eine Lust, eine Freude am Schämen. Du musst dein Schicksal akzeptieren. Du musst dein Schicksal akzeptieren. Wir schämen uns den ganzen Tag und dann kommt eine Lust auf. Ja, also weißt du, und wenn ich mal, Lust im Horrorfilm. Das ist so, also so zum Beispiel, denke ich mir, ist das schön, jetzt sich zu schämen. Und da hast du gleich Lust. Moment, ja.
Ich spüre es. Ich schäme mich, aber es ist auch lustig. Aber pass auf, dieses Eckerl da auf, gell?